Whoa. Ah! Bam! Jawohl, ja! Und zack! So, erledigt. Elisabeth ist beschäftigt, ein bisschen, ja? Durchaus. Da sollen wir sogar lang. Nee, dann ganz kurz eben noch. Wobei, hier werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal lang kommen, ne? Egal, dann erstmal da hoch. Den Rest können wir später machen. Oh, da kokelt er. Kann ich den durchsuchen? Nee. Da will ich auch noch hin. Das ist die große Tür hier in der Mitte. Hinterher? Bam! Uiuiuiuiui. Oh, geil. Schrotflintenmuni ist noch voll. Das ist sehr gut. So, zweite Maschine führt hier lang. Nicht mit mir! Das hilft nichts? Nee, wohl nicht. Hä? Okay, Moment. Folge ich halt hier lang dem Kabel, Dings? Ah, verdammt, das habe ich nicht gesehen. Zack, aus dem Weg, Wichser. Okay. Nein. Moment, ich will sehen, was da passiert. Nein. Eiskalt gar nicht. Elisabeth, ich bin gleich da. Und jetzt ab dahin. Was ging da denn gerade ab? Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer Wir nach... gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Ups. So. Elisabeth ist wieder bei uns. Suchen wir also den Propheten. Und das heißt? Comstocks Zeppelin ist draußen. Wir laufen erstmal. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Hm. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug.
Oh Mann. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. So. Erhöht die Schildkapazität. Können wir nicht weiter. Gesundheit, der Schild fängt eigentlich schon fast alles ab. Mehr Salz genau können wir gebrauchen. Was wir jetzt brauchen. So. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sattern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Oh Mann, weg hier! Nichts wie weg das hier. Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Tja, was hat es mit dem Käfig auf sich? Da gab es ja schon einige Sachen, wo ich so ein bisschen rumgerätselt habe. Was das jetzt bedeuten könnte, die Entscheidung damit Kopfzahl, eigentlich alles, was diese beiden da gemacht haben. So, jetzt haben wir nochmal ordentlich Geld. Deswegen rüsten wir die Schrotflinte nochmal schön auf. So, was haben wir da? Wo ist die Schrotflinte? Der Rest von der Schrotflinte geht eher. Schrotflinte, Schadensboost. Fehlt da immer noch was von der Schrotflinte? Schrotflinte. Ich bin noch nicht blöd, oder? Doch. So, ups. Salvengeschütz, Revolver haben wir voll aufgerüstet. Panzerfaust. Ah, doch, haben wir doch schon die Schrotflinte voll aufgerüstet. Den Schaden ordentlich erhöht, Nachladezeit verringert. Sehr gut. Zack, plündern, was das Zeug hält hier. Wie üblich. Da! Die Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start. Atemberaubend die Flugkurve. Und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Bitte sehr. Ah, soll der ruhig labern, der ist eh nicht mehr lange da. Was ist das? Da! In Deckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Oh. Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer hast. Ein Mittel zum Zweck. Okay. Was will der denn da? Bam, bam, bam!
Sack. Jawohl. Schöner Treffer. Los! Wow, bam! Verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Ach, halt's Maul. So, Meersalze, was haben wir hier? Elizabeth! Holen wir nochmal den Raketenautomaten hier. Einfach so, weil wir es können. Guck mal da. Das Bam! Ah, okay. Straßenkehrer, was auch immer das für eine... für ein Erfolg ist. So, hier geht's weiter, sehe ich. Denke ich mir mal. Aber erst gleich. Erstmal heißt es hier noch ein bisschen sich umschauen. Ich will ja nicht jetzt gerade noch auf den letzten Schritten noch irgendwas verpassen. Also wenn ich zwischendrin schon fast was verpasst habe, egal. Aber wenn ich jetzt was verpassen sollte, wäre das ärgerlich für mich. Weil bisher habe ich mir Mühe gegeben, nach Möglichkeit alles zu finden. Ich bin da zwar mitunter klar ein bisschen schnell durch. Ich kann mir ja nicht ewig Zeit lassen. Mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Aber. Ja, ich stehe Schmiere. Fertig. Das ging schnell. Ich glaube, mit Lockpicks hatte ich auch nur ein einziges Mal Knappheit, so mehr oder weniger. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Na klar. Okay. Erledigt. Gut, das war's dann auch soweit hier drin. Bisschen Geld nochmal. Brauchen wir Geld? Immer doch. Sehr schön. So. Aha. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt. Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Ha. Ja, davon brauche ich eigentlich nicht wirklich was. Also wozu? Nein. Sehr gut. So, dann sind wir hier fertig soweit. Dann können wir jetzt auf dieses Ding hier drauf hüpfen. Hopp. Dieses Schiff wird zur Hand of the Prophet zurückkehren. Ich erwarte entsprechende Befehle. Okay. Kommen sofort. Ich habe kaum noch Munition. Ab geht's zu dem Wichser. Okay, warum auch immer. Es hat Stil wahrscheinlich, aber... Gut, für den Notfall habe ich hier noch einen Karabiner und ansonsten... Meinst du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben? Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Irgendwo erkannte ich das doch schon. Hast du Angst da vor drüben. Gott? Nein, aber kommst vor dir. Leute. Sie wollen zu uns.